Es war einmal ein magisches Königreich namens Bayern. Hier herrschte seit langer, langer Zeit ein eingeschworener Bund namens CSU. Die CSU war mächtig in diesem Königreich und ganz oben an der Macht war Horst. Horst Seehofer. Und König Horst hätte glücklich bis ans Ende seiner Tage das Königreich regieren können. Aber oh nein, was war das? Ein schreckliches Monster klopfte an die Tore der CSU. Himmel hilf, es war der gefürchtete Demokratiedrache. Leute, ihr solltet hier langsam mal raus. Vor allem du, Horst. Horst Seehofer, Ministerpräsident von Bayern und CSU-Chef, steckt in der Klemme. Lange galt, in Bayern gehört die Macht unangefochten der CSU und sonst niemandem. Aber all das steht auf dem Spiel, denn die verdammte Bestie namens Demokratie hat zugeschlagen und das Ergebnis der letzten Bundestagswahl war grausam. Die CSU stürzte auf das niedrigste Ergebnis seit 1949. Über 10 Prozentpunkte hat die CSU in Bayern bei der Wahl verloren. Von knapp 50% im Jahr 2013 ist sie auf 38,8% abgerauscht. 38%! Das ist bei Lichte betrachtet eigentlich immer noch ein verdammt hohes Ergebnis und bedeutet, dass in Bayern mehr als jeder dritte Wähler für die CSU gestimmt hat. Aber die CSU ist die absolute Mehrheit gewohnt und alles, was darunter ist, ist verdammter Müll. Die CSU ist so ein bisschen wie diese reichen, verwöhnten Teenager aus amerikanischen Reality-Shows, die zum Geburtstag ein nagelneues Auto geschenkt bekommen, aber Mann, ich wollte noch ein besseres Auto. Warum ist die Welt so grausam zu mir? Und so ungefähr ist tatsächlich die Lage in Bayern. Also die CSU ist stärkste Partei mit Abstand und niemand ist zufrieden. Und eben diese Unzufriedenheit könnte Parteichef Seehofer langsam aber sicher gefährlich werden. Das Beben der Bundestagswahl, es wirkt auch mehr als 6 Wochen später noch nach. Keine Partei musste so herbe Verluste hinnehmen wie die Christsozialen. Ihr Chef Horst Seehofer sieht sich immer neuen Rückzugsforderungen ausgesetzt. Rücktrittsforderung gegen Seehofer. Für sowas hätte man vor nicht allzu langer Zeit noch offiziell Bayernverbot bekommen. Aber die Zeiten ändern sich. Fast 3/4 der Bayern wollen Seehofers Rücktritt. 72% der Bayern würden es befürworten, wenn Horst Seehofer sein Amt als Ministerpräsident niederlegen würde. Nun sind miese Umfragewerte natürlich die eine Sache. Und der eine oder andere würde vielleicht sogar sagen, ja mei, also läuft halt momentan nicht ganz optimal, aber meine Güte, die Bundestagswahlen sind jetzt erstmal durch und für die nächsten 4 Jahre kann Horst erstmal chillen und bis dahin beruhigt sich wieder alles. Und diese Leute lägen falsch. Denn bereits nächstes Jahr steht der gefürchtete Demokratiedrache wieder vor der Tür und in Bayern stehen Landtagswahlen an. Und nicht nur die Umfragen, sondern auch die Bayerische Landesgruppe der Jungen Union, die Jugendorganisation von CDU und CSU, fordern, dass Seehofer endlich zurücktreten soll, damit er ihnen nicht auch noch die nächste Wahl versaut. Mit großer Mehrheit forderten die Delegierten einen personellen Neuanfang für die Bayerische Landtagswahl 2018. Seehofer muss weg. Nun hat die Junge Union in der Vergangenheit schon so einiges gefordert. Unter anderem, dass die Bundes-CDU die GEMA-Gebühren für ihre Treffen und Wahlpartys übernehmen soll oder dass ein Flugzeugträger nach Helmut Kohl benannt wird. Aber trotzdem ist die offizielle Rücktrittsforderung von ihnen ein Treffer, der sitzt. Und als wäre dieser Tiefschlag der jungen Generation nicht schon schmerzhaft genug, trat dann auch noch Seehofers Intimfeind Markus Söder auf den Plan. Das ist sein ärgster CSU-interner Rivale, dem schon seit Jahren nachgesagt wird, dass er Seehofers Job will. Und eben dieser Herr ließ sich auf derselben Jungen Unionsveranstaltung bereits als neuer Ministerpräsident Markus Söder von den Teilnehmern feiern. Alles natürlich ganz spontan. Das Ganze ist so spontan. Ja, hoppla! Da haben wir einfach mal spontan Dutzende aufeinander abgestimmte Schilder entwerfen und drucken lassen, die dann total spontan in irgendwelche Fernsehkameras gehalten werden, wo spontanerweise auch Markus Söder selbst für die Presse anwesend ist. Und als wäre das nicht genug, kommen weitere Rücktrittsforderungen, auch noch von der ganz alten CSU-Riege, wie vom ehemaligen stellvertretenden CSU-Vorsitzenden Peter Gauweiler, der sagt, Horst, es ist Zeit, oder dem ehemaligen CSU-Chef Erwin Huber, der Seehofer ermahnt, die Demokratie kennt keine Erbhöfe, die man weitergeben kann. Alte CSUler, junge CSUler, 72% der bayerischen Bevölkerung. Offenbar scheinen ziemlich viele die Nase voll zu haben von Seehofer und wünschen sich neues Personal an der Spitze. Aber was sagt Seehofer selbst dazu? Die Personaldebatte schadet der CSU. Seehofer bittet um Vertagen der Personaldebatte. Seehofer bittet um Geduld in der Personaldebatte. Er vermittelt damit jedem seiner Kritiker als Parteichef souverän die Botschaft.
Bitte halt die Klappe! Denn Seehofer verhandelt in Berlin seit Wochen über eine mögliche zukünftige Jamaika-Koalition, wo die CSU dann beteiligt wäre. Und er ist der Meinung, dass er die Positionen der CSU in diesen wichtigen Verhandlungen nicht effektiv durchsetzen könne, wenn er als Parteichef nicht fest genug im Sattel sitze. Newsflash, König Horst, du sitzt nicht fest im Sattel. Und ich glaube auch niemand der Teilnehmer der Koalitionsverhandlungen und Sondierungen rechnet fest damit, dass Seehofer in Zukunft zwingend eine wichtige politische Rolle spielen wird. Seit 2008 ist Seehofer CSU-Chef und von den drei Bundestagswahlen seitdem waren zwei die schlechtesten Ergebnisse für die Partei seit 1949. Seehofer rühmt Bayern immer dafür, wie leistungsstark es ist. Aber wenn wir uns mal Seehofers eigene Leistung als Parteichef der CSU anschauen und uns bewusst machen, wie die CSU vor Seehofer und wie die CSU heute mit und auch nach Seehofer aussieht, dann muss man aufgrund dieser Leistung als Parteichef vermutlich langsamer sagen, Horst, es ist Zeit.